Einen wunderschönen. Willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Und ja, wir sollen hier mit Wrench. Wrench, ist das nicht hier so ein Werkzeug? Eigentlich schon, ne? Wir sollen mit Wrench reden. Und das tun wir auch. Hallo Wrench. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay. Und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999. Aber klar. Okay. In welcher App jetzt? Wähle die Forschungs-App aus. Ich glaube, ich bin blind. Wo ist die Forschungs-App? Hä? Ach, da oben! Die habe ich gar nicht gesehen in dem Muster. Verdammt! Ui. Drücke, um Fähigkeiten freizuschalten. Wir haben 2 Forschungspunkte verfügbar. Fahrzeughacking, Fernsteuerung, Kampfexpertise. Botnets. Verbessere deine Hacking-Leistung. Gerätebeherrschung statt Zusammenbruch. Personendaten manipulieren. Ja, jetzt müsste man wissen, was die bringen, ne? Fernsteuerung ist schon nicht schlecht. Treffsicherheit. Die Hacking-Leistung. Geräte beherrschen. Ach so, wir können... Ah, ich dachte, wir müssen uns sofort entscheiden. Trickser, Aggressor, Geist. Dieser Hack bewirkt eine Störung auf den Handys von Zivilisten oder eine Rückkopplung in den Headsets des Gegners. Er bricht auch Notrufe und anfallender Verstärkung ab. Um jemanden abzulenken, kostet 2 Botnet-Ressourcen. Klingt nicht schlecht. Schaltet Personen vorübergehend aus. Das sind... Erhöht die verfügbaren Botnet-Ressourcen um 4. Das sollten wir zumindest machen, dass wir mehr Aktivitäten losjagen können. Mann. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit für Pistolen. Das ist der erste Schritt. Fernsteuerung. Hebebühnen, Stapler, Gabler. Das ist nicht schlecht. Fahrzeuge, um sie in bestimmte Richtung... Cool. Ach, um mal schnell die Autos aus dem Weg zu räumen. Das ist ja nicht schlecht. Aha. Social Engineering. Das hatten wir schon gehabt, ne? Rückkopplung. Treffsicherheit. Was nehme ich denn? Oh mein Gott, was nehme ich denn? Ich nehme... Wir nehmen erstmal die Bot... Nein, ich will Features. Wir nehmen... wo sind denn hier die... Ach, machen wir Fahrzeug. So. Wo? Jawohl. So, damit hätten wir diese Funktion und wir sind kein Deut besser geworden. Wir brauchen jetzt... Rede mit Wrench mal wieder, okay? Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Aha. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila! Hipster Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Okay, du kannst im 3D-Drucker Waffen kaufen, ausrüsten. Ach, da drüben. Elektroschockwaffe. Der ist leer. Wir können einen Jumper. Ein Quad. Boom. Was können wir denn hier? Wir können Boah. Ist recht. Der kostet 0. Den kaufen wir. Achso, wir sollen ja sowieso den ferngesteuerten Jumper ausdrucken. Drucke eine beliebige Waffe aus. Cool. Mit Elektronik gleich.
die heftet jetzt hinten an unser Bobbes, ja? Nee. Hier ist irgendwo. Okay. So, wir sollen noch eine Waffe ausdrucken. Müssen wir das echt nochmal drucken? Ach, die hier. Wird sie auf kurz mit meisten Zielen fertig. Ich hoffe, die ist nicht tödlich, oder? Da bin ich ja mal gespannt. Die ist ja pink. Okay, lassen wir das. Weiter geht's. Rede mit Horatio. Waffen. Nutze Q halten. Können wir ausrüsten. B setzt einen Jumper ein. Übernimmt die Kontrolle über ein. H setzt einen Quadrocopter ein. So, da. Was können wir jetzt mit dem Ding machen? Ach so, das ist relativ zur Kamera. Wird das Ding gesteuert? Okay. B halten für Rückruf. Ah, okay. Ah. Mensch, Schwank. Was soll man zu dem sagen? Da läuft ein echt kranker Scheiß. Gern würde ich sagen, dass sich unter der harten Schale ein sensibler, charmanter Typ verbirgt. Aber ich glaube, dass der abgefuckte Freak immer durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn rekrutiert hat. Er tauchte einfach in lokalen Hackerspaces auf und baute seine Zerstörungswerkzeuge. Am Anfang dachte ich, dass er sich zu viel Mühe gibt, dass er ein FBI-Spitzel ist oder so. Aber kein Agent würde so selbstmörderische Stunts wie dieser Typ abziehen. Die Wahrheit ist wohl, dass Ranch auch bereit ist zu sterben, dann aber mit einem lauten Knall gehen will. Und trotzdem bin ich froh, dass Ranch auf unserer Seite steht. Eines der größten Probleme der Gruppe ist der Mangel an ZPK. Zu Potecom. Okay. Aber das ist wirklich cool gemacht hier. Wir holen den mal zurück. So. Wir sollen nämlich mit Horatio sprechen. Also, Wrench ist also ein kleiner Spinner, so ungefähr. Aber ein guter. Da bin ich mal gespannt, was sagt denn Horatio Kane? Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da, der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Mhm. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Okay. Ohne sie hätte der Zack heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick der Zack dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Ops gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Okay. Nudelmaps. Das sind violette Symbole auf Nudelmaps. Koop-Operation. Aha, stiehl Daten. Manche gemeinsam, nee, mache gemeinsam mit den Cops Jagd auf Rivalen. Oh, und hilft der Zack-Verbündeten in der Nähe. Das sind dann also die Online-Koop-Geschichten. Was haben wir hier? Suche die Follower-Band. Ach so, das ist die hier. Okay. Echt abgefahren. Was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Band. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können.
Neue Operation verfügbar. Spaziergang im Park. Okay, wir gucken mal. Wir haben jetzt die installieren einfach auf mein Handy hier Dinge. Das ist ja also. So. Wähle Spaziergang im Park und dann klick zum Verfolgen. Okay. Verfolge die neue Mission mit der DedSec-App. Es liegt an dir, DedSecs Bekanntheitsgrad in San Francisco zu erhöhen. Je öffentlicher DedSecs Ops sind, desto größer wird ihre Botnet-Macht, die ihnen für ihre Operation zur Verfügung steht. Das klingt gut. Das machen wir. Mission verfolgen. So, und jetzt sollen wir den Park erreichen. Den wir wie erreichen? Wo kommen wir hier raus? Wo geht's hier raus? Ich habe schon wieder eine Nachricht. Oh, hier können wir Klamotten anziehen. Aber wahrscheinlich nur die wir gekauft haben, ne? Ja. Okay, das sind die Standard. Hier gibt es keine coole Hose. Alter, was war da unten? Schuhe. Da haben wir ja die coolen gekauft. Ah, ja. Ich verstehe. Gut. Aber es passt erstmal. Das machen wir uns später, machen wir uns hübsch hier. Wo geht's? Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst okay. Bemerkenswert. Das war jetzt eine Information, die keine Sau braucht. So. Lädt er jetzt neu, wenn wir hier durchgehen, oder? Nee. Die Statue ist geil. So. Da. Oh, guck mal, das Auto. Ich dachte gerade, es ist abgestürzt. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Area zu erkunden. Schalte dein NetHack überall um, um Belohnung und Operationsinfos aufzuspüren. In interessanten Gebieten gibt es immer etwas zu entdecken. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie Noodle-Maps angezeigt. Ah. So. Wir müssen. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der okay. Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Des Todes! Okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Okay. Wir posten Ops in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Ops. So, was ist er hier? Mit ihm soll was sprechen. Okay. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Okay. Was für ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album. Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Wo guckst du denn überhaupt hin? Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? So, jetzt, ich muss das aber erstmal verstehen. Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Neue Operation verfügbar, ein hoher Preis. Aha. Okay, das heißt... Das heißt, jetzt haben wir eine App, die einzeln... Ach, hier werden wir die Mission jetzt bekommen, ne? Aha. Online-Operation, Nebenoperation. Das ist erledigt, okay. Dann bleibt ja nur noch das hier. Damit kriegen wir Follower. Schauen wir uns das mal an. Wo müssen wir dafür hin?
Oh, ein bisschen weit weg müssen wir dafür. Wie ist das eigentlich? Müssen wir die jetzt hier einfach immer nur, okay. Ja, der schickt Smileys. Reagiert keiner. Sucht nach den leiblichen Eltern. Mhm. Da ist ein Auto. Marcus? Leute? Shit. Der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da will gerade jemand ein... Beeilung, die Person entkommt. Was denn? Wer? Welche Person gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben ihre Position, Polizei ist unterwegs. Ach so, wegen dem Clown. Ah. Da ist die Polizei. Tschüss. Die hat uns nicht gesehen. Ich hoffe, sie ist cleverer als in Mafia 3. Oh, die Steuerung muss ich mir echt... DedSec Event Jagd. Okay, das... Uah. Das will ich jetzt aber nicht... Bam, 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 bam. So, das müssen wir da hinten hacken. Oh, wir sind jetzt in Silicon Valley. Geil. Die sich gerade ein bisschen gegen Trump auflehnen. Gut so, richtig so. Werden wir mal langsamer. Ui. Oh. Wow, was ist da denn los? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Haben wir hier nichts zum Hacken? Marcus, Primate hat Daten von uns in die Finger gekriegt. Fuck, wo sind sie? In einem Auto, sie fahren schnell. Und Marcus, irgendjemand verfolgt sie. Ich schätze, jemand will das, was sie wissen. Ich suche mir was Schnelles und schnapp sie mir zuerst. Marcus, sie entkommen. Du musst schneller fahren. Jo, ich bin dabei. Ich bin doch noch gar nicht losgefahren. Was ist denn jetzt los? Warum muss ich den jetzt hinterher fahren? Oder ist das eine Online-Mission? Muss ich das deaktivieren oder wie? Was ist das jetzt? Hallo? Kriegen wir dich? Warum fahre ich das jetzt durch... Boah, wegen dem... was passiert? Nee, ich will den anderen. Achso, die soll ja nicht entkommen, Entschuldigung. Ach, da ist er. Halt, bleib mal hier. Ab dich. Okay. Shit. Na toll, toll. Toll. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Nein, ich halte nichts an. Ich fahre. Er hat die Straße verlassen. Ja. Ja, alles gut, alles gut. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Clear, ich bin weg. Zentrale, wir drehen um. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Wow, Vorsicht! Okay, wir können also... mit durch die... Okay, das ist ja... Aua! Retro! Hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Nein! Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Oh, Leute, überfordert mich nicht. Ich bin ein alter Mann. Überfordert mich nicht. Mit zu viel Input hier. Ich will's hacken. Ich will hacken. So. Boah, Leute. Ihr wirst gleich überschüttet mit super vielen Informationen. So, ich wollte eigentlich jetzt hier hacken. Das war eigentlich mein erklärtes Ziel.
Was haben wir gemacht? Nichts. So. Wir haben da eine Kamera. Achso. Wir waren geduckt laufen. So. Da. So, kommen wir da. Kommen wir nicht ran, ne? Da kommen wir auch nicht ran. Och, nerv dich. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Auckland's Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Okay. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Genau. Es hat keinen zu interessieren, sowas. So, Leertaste. Missionsziel erfüllt. So. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dix, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Kirk? Ups, wollte ich jetzt nicht. Nein. Was du? Boah, 13.000 Follower. Aha, ich verstehe. Ich wollte eigentlich nicht Escape drücken, aber nun gut. Es... Neue Mission verfügbar. Boah. Vorsichtig, Junge. Wie können wir eigentlich uns hier ducken? Das habe ich, das nicht. Das nicht. Steuerungstaste nicht. Alt-Taste nicht. Ist aber auch egal. Gut, wir haben den ersten Teil hier erfüllt. Wir haben neue Missionen erhalten, die wir wahrscheinlich hier... Achso, Hauptoperation, Nebenoperation, die könnten wir dann nachher noch machen in einer weiteren Mission. Jo. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle ein Folgenpäuschen. Langsam, aber sicher kommen wir doch hier ein bisschen klar. Und jo, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, euer Firefox.